Der Herr sagt, hört die Stimme des lebendigen Gottes. Erde, gib deine Toten heraus. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 25. Mai 2011 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus in Indien und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Seht, der Tag ist gekommen, genauso wie ich es meinem Diener gesagt hatte, dass er kommen würde. Denn die Härte der menschlichen Herzen ist sehr ernst und Ungerechtigkeit steigt rasch an im ganzen Land. Böse Menschen in Autorität beten die Götter der Erde an und bringen Unheil über meine Geliebten. Ihretwegen ist die Liebe meiner Diener unterdrückt und meine Auserwählten werden daran gehindert, eine helfende Hand zu reichen. Überall verschlossene Türen. Doch ich sage euch, jubelt, denn die Hand des Herrn wird durch nichts verhindert. Der Arm des Herrn ist auf keinen Fall verkürzt. Es ist Zeit. Ich halte den Wirbelsturm in meinen Fingern. Der Atem des Herrn bläst über die trostlosen Orte. Der Name des Herrn wird erhöht werden. Der Name des Herrn wird laut ausgesprochen werden und die ganze Erde wird erzittern. Denn die Sache der Witwe kenne ich und die Notlage der Bedürftigen ist vor meinen Augen. Ihre Schreie sind in meine Ohren eingetreten. Der Aufschrei ist sehr groß und der Herr von Himmel und Erde hat es gehört. Schaut, ich bin heruntergesandt, ich bin heruntergekommen, ich bin auf der Erde und ich werde all meine Schafe einsammeln und all meine Lämmer werden weggeschnappt sein, festgehalten in meinem Schoß. Wir werden zusammen in die Höhe aufsteigen. Ja, hochgehoben auf heilenden Flügeln. Denn der Herr, euer Gott, hat gesprochen, und die Macht des Heiligen ist meinen Leuten bekannt. Denn die Macht meiner Liebe ist unüberwindbar. Meine liebende Barmherzigkeit ist offenbart durch meinen Eifer. Die unendliche Gnade, durch welche ich mich im Tod hingelegt habe, und in Herrlichkeit auferstanden bin. Schaut, der Tod legt sich hin, der Schmerz des Todes ist besiegt, die Macht der Sünde ist gebrochen und die Erlösung Gottes regiert in den Herzen der Erwählten. Leben sprudelt aus den Körpern der Toten und Schlafenden hervor. Die Herrlichkeit Gottes bricht durch die Wolken. Schaut, ein großes Licht ist offenbar auf der ganzen Erde. Eine laute Stimme wird vernommen, sogar bis in die Höhen der Berge. Der Ruf geht hinaus und erreicht die Tiefen des Meeres. Ein mächtiger Trompetenstoß. Erde, höre die Stimme des lebendigen Gottes. Höre den Ruf deines Erlösers. Gib deine Toten heraus. Braut des Gesegneten, komm hier rauf.